Und da sind wir auch schon wieder bei The Legend of Zelda Skyward Sword. Und ja, gehen wir direkt hier rein. Weil wir wollten ja nochmal gucken, ob der Barkeeper nicht eine Mission für uns hat. Nachdem wir in der letzten Folge eigentlich hier hingeflogen sind und noch ein paar kleinere Einzelheiten gemacht haben. Und er hat natürlich direkt wieder ein zweidimensionales Objekt über dem Kopf, eine Sprechblase. Hätten die aber auch echt in 3D hier machen können. Ich meine, in der heutigen Zeit noch 2D-Sprites verwenden, außerhalb eines Menüs. Egal. Da bist du ja wieder. Nun, was kannst du als nächstes für mich tun? Oh, was ist das denn für ein seltsames Instrument, das du da bei dir trägst? Das ist eine Lyra, mein Guter. Und die gehört Zelda. Zelda. Genau, dieser Zelda. Die keine Prinzessin ist und die man deswegen auch eigentlich gar nicht kennen muss. Das ist es. Ich habe die perfekte Aufgabe für dich, aber diese Aufgabe kannst du nur nachts für mich erledigen. Würdest du dir etwas ausmachen, nach Einbruch der Dunkelheit nochmal bei mir vorbeizuschauen? Hey Freundchen, nachts, ja? Da will ich pennen. Ja, okay, eigentlich nicht, eigentlich. Eigentlich bin ich sowieso nachts immer wach, von daher können wir machen. Jodeli, Dann legen wir uns hier ins Kürbisbett. Bis wann möchtest du schlafen? Bis nachts. Komm, wir machen die Nacht zum Tage und schlafen tagsüber. Irgendwie kenne ich das. Dann gucken wir mal. Anscheinend dürfen wir jetzt mit unserer Lyra Melodien zaubern. Jo. Oh, da bist du ja wieder. Nun, was kannst du als nächstes für mich tun? Oh, was ist das denn für ein seltsames Instrument, das du da bei dir trägst? Das hast du eben übrigens auch schon gesagt, mein Guter. So, nun, man mag es ihr vielleicht nicht ansehen, aber meine kleine Kobocha ist eine tolle Sängerin. Vor nicht allzu langer Zeit hat sie sogar für unsere Gäste gesungen. Besser als Faye kann sie gar nicht singen, hallo. Doch leider musste sie aufhören, da ihre musikalische Begleitung nicht mehr für uns spielen wollte. Jetzt denk dreimal bitte haarscharf drüber nach, wieso. Hättest du nicht Lust, ein bisschen auf deinem Instrument zu spielen, während Kabocha singt? Hab ich eine Wahl? Wenn ich Nein sage, dann sagt er, Mutter wird die Schulden abarbeiten. Also sagen wir einfach klar doch. Sparen wir uns Diskussionszeit. Ausgezeichnet, ich wusste, dass du Musik im Blut hast. Allerdings, aber streng dich an und spiel bloß nicht wie ein dahergelaufener Straßenmusikant. Ich. Moa. Guck dich mal an, du kochst wie so ein Straßenviech, Alter. Sobald Kabocha singt, werden sich unsere Gäste vom Takt mitreißen lassen. Achte darauf, dass deine Lyra im richtigen Rhythmus zu spielen. Kein Problem. Beobachte, in welchem Takt die Gäste nach links und rechts schunkeln und richte dein Lyra-Spiel danach. Alter, seit wann richtet man sich mit der Musik nach dem Publikum? Egal, ich lese jetzt ein bisschen schneller, ansonsten sind wir noch am Ende der Folge mit dem Dialog dran. Die Richtung ist hierbei nicht wirklich wichtig, ausschlaggebend ist nur, dass du nicht zu schnell oder gar zu langsam spielst. Hauptsache, ich hau auf irgendwelche Tasten. Und ich musste schon wieder meinen Senf dazugeben. Sobald die Gäste aufhören, sich zu bewegen, kannst du so spielen, wie du möchtest. Ja klar. Hauptsache, der Rhythmus stimmt, verstehst du? Alles klar. Du schaffst das schon, Kabocha. Ja, Vater, was gibt es? Achso, du schaffst das schon. Kabocha! Das Bübchen hier wird dich begleiten, wenn du singst. Na los, erfreue deinen Vater mit deiner zauberhaften Stimme. Sehr gerne, lasst uns beginnen. Huh. Soll ich jetzt schon anfangen? Mann, was ein Publikum. Zwei Leute. Oha, Alter. Ja, das ist unfair. Ich höre auch so gut wie gar nichts. Na, 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 na.
Ich glaube, ich habe schon verkackt. Was ist das für ein dummer Rhythmus? Super. Ja, toll. Ich mach's nochmal. Ihr habt mich voll überrascht. Die ganze Zeit im gleichen Rhythmus. Dann kommt ihr da so links und rechts daher. Dann macht ihr einmal nur nach links und rechts und bleibt dann dort verweilen. Ich mach's jetzt besser. Entschuldigung, Leute. Das war irgendwie ein klein wenig hardcore. Wie die mich anguckt. Ich dachte eigentlich, dass du einem solchen schönen Instrument liebliche Töne entlocken könntest. A, hätte ich was gehört. B, hättest du nicht so scheiße gesungen. Und C, wären das mal mehr als zwei Leute gewesen, hätte ich mich doch ein wenig mehr angestrengt. Ja, ist ja gut, Entschuldigung, ich bin scheiße, danke. Meine Gäste sahen jedenfalls nicht so aus, als ob sie sich über diese Musikuntermalung gefreut hätten. Was soll das denn? Nennst du das etwa Musik? Stimmt, deine Tochter war miserabel. Glaub nur nicht, dass damit deine Schulden beglichen sind. Reiß dich zusammen und spiel nochmal. Willst du das wirklich? Hui! Ja, spielen, komm, und jetzt halt doch die Klappe. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. So, jetzt konzentriere ich mich ein bisschen besser und rede auch nicht dazwischen. Du schaffst das schon, Kabocha. Ja, Vater. Was? Schon wieder das... Ey, könnt ihr dir das nicht mal abkürzen? Leute! So. Könnten einem auch mal Noten dahinlegen, ja? Dann wäre das alles viel einfacher. Ich kann auch kein Lied singen, was ich vorher noch nie gehört habe. Ihr seid doch so scheiße, Leute. Echt mal. Oder wenn die wenigstens... Ach, fickt euch! Alle mal! Entschuldigung für den Ausdruck. Aber wenn die wenigstens so wie, was weiß ich, bei irgendwo so eine Anzeige laufen haben, damit man weiß, wann der nächste Umschwung denn mal kommen würde. Das würde das Ganze erleichtern. Aber plötzlich auf die Reaktion von diesen zwei Sackgesichtern zu achten... Und wenn der Arm dann gerade mitten in der Mitte ist, dann nochmal den Umschwung zu machen, ist auch ein klein wenig scheiße. Ja, halt doch, die macht doch besser, du mit deinem dicken, fetten Schwabbelbauch. Alter Mann, ey. Du siehst doch immer noch aus wie Mario. Spielen. Ja. Und wenn es bis zum Rest meines Lebens dauert. Ich will diesen Mist jetzt schaffen. Das Bübchen. Ich geb dir gleich Bübchen hinten ins Stübchen, Alter. Sehr gerne, lass uns beginnen. La la la.
Das ist echt ein mieser Rücken. Ich war verkackt. Ich seh's doch schon kommen. Hey! Yes, baby! Das war ja ganz brauchbar. Aber mal ehrlich, ein bisschen mehr hätte ich schon erwartet. Naja, das war zwar nicht der beste Auftritt, den ich je gesehen habe, aber immerhin war es ja dein erstes Mal. Also gut, die Aufgabe ist bestanden. Nun, das bedeutet dann wohl, dass du nicht länger für mich arbeiten musst. Yes! Strike, motherfucker! Ich habe nichts gesagt. Arbeiten musst, gut gemacht. Und ich habe beschlossen, dass ich mir schon bald einen neuen Kronleuchter zulegen werde. Yes, wir können bald wieder was zerstören, Leute. Da ich mit deiner Leistung überaus zufrieden war, gibt es auch noch eine Belohnung von mir. Los, nimm schon. Oh, wie... normal, sozial, danke. Du hast ein Herzteil erhalten. Sammel 4, um deine Lebensenergie um ein Herz zu erhöhen. Dir fehlen nur noch 2 weitere. Schau doch mal wieder vorbei, aber dann als Gast. Ja, so wie beim ersten Mal. Ich frag mich, irgendwann am Ende, Leute, sag ich euch, dann gehe ich heimlich üben. Ich wusste, Skrabotschas Gesang ist das Schönste, das ich jemals gehört habe, wenn ich der Kiege die schrille Stimme meiner Frau denke. Weniger rauchen, Junge. Wo war ich eigentlich gerade stehen geblieben? Genau, ich werde heimlich üben und irgendwann werde ich das Lied nochmal spielen und dann möchte ich da fabulös abschließen und... Mal gucken. Vielleicht bringt das ja noch was. Lalalala. Aber jetzt erstmal ab zur Stätte der Lieder und wir haben... Es ist gerade nachts. Kommt hier auch die Wolkenpolizei oder dürfen wir von hier einfach nachts in die Stätte der Lieder fliegen? Scheiße. Ciao. Und wer hat uns gerettet? Niemand. Mysteriös, mysteriös. Gut, dann laufen wir nochmal eine kurze Runde, gucken, ob nicht hier vielleicht doch noch irgendwo was versteckt ist, wie zum Beispiel das da. Wo wir brauchen das hier und machen dies da. Und dann kommt sowas. Und jetzt habe ich überall einfach nur irgendwelche, ja, Kackwörter benutzt, die eigentlich nichts Genaues definieren. Aber das habt ihr selber gemerkt. So. Du hast eine Monsterklaue erhalten. Diese Klaue stammt von einem Monster und sieht äußerst gefährlich aus. Zack, und davon haben wir jetzt schon 7 und unser Inventar ist schon relativ voll, wenn ich das mal behaupten darf. Uns fehlt nur irgendwie Wüstengras noch. Hier hatten wir schon mal einen Kristall der Güte gefunden, ne? Ja. Genau, was ich noch sagen wollte. Momentan bin ich auch ein klein wenig in so einer Tiefphase, weil... Wir haben jetzt schon so viele, ja, Items oder, ja, Dinger, Substanzen erhalten, womit wir irgendwas verbessern könnten. Aber wir könnten im Prinzip nichts mehr verbessern ohne Wüstengras, erstens. Und zweitens, auch wenn nur noch unseren Kecher hier größer machen. Und ich habe eigentlich gedacht, wir könnten noch unseren magischen Barbie-Strahl und unsere magische Pornostange auch ein bisschen aufpäppeln. Also Peitsche und magischer Krug hier. Das blöde Insekt ist mal wieder abgehauen. Oha, das sieht aus wie ein ganz böses Auge gerade. Ah, da kann ich ein kleines unnützes Wissen auch noch dazugeben. Wusstet ihr, dass wenn der Mond ein wenig mehr gedreht wäre und uns eine andere Seite zuzeigen würde, von sich selbst, dass es dann nicht mehr so aussieht, als würde ein lachendes Gesicht oder generell ein Gesicht im Mond stehen, sondern... Dann würde es so aussehen, als würde uns permanent ein Auge beobachten. Gruselig. Und ja, dann gäbe es auch bestimmt ganz andere Geschichten über den Mond. Dann wäre Mond nicht unbedingt eine Gottheit, sondern vielleicht eine böse Gottheit und... Ja, hast du nicht gesehen. Der böse Mond, der beobachtet uns. Ja, egal. Also... Oh, der Part ist auch schon fast wiederum... Ja, dann würde ich sagen, gehe ich da noch zum Steg, beende den Part und dann sehen wir uns im nächsten... Ich wollte jetzt gerade die Verniedlichung von Part sagen. Pärtchen? Pätchen? Partyleinchen? Egal, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part wieder und fliegen dann ab zur Stätte der Lieder und lernen dann hoffentlich ein weiteres Lied.
Also, ciao!